Wusstet ihr, dass in Opportunity auf Umweltverschmutzung die Todesstrafe steht? Falls nicht, solltet ihr auch wissen, dass Kritik an den Gesetzen Opportunities als verbale Umweltverschmutzung gilt. Okay, jetzt kommt hier. Die Statue gefällt mir nicht, ist klar. Ich sehe einfach zu cool aus mit meinem Fuß in dem verliebten Gesicht. Doch du bist einfach so. Wusstet ihr, dass das Risiko, massakriert zu werden, um 80.000% steigt, sobald man Opportunity verlässt? Das ist wissenschaftlich erwiesen. Ich liebe meine Kräfte. Was soll das denn bringen? Willst du mir einfach nur auf die Eier gehen? Das ist das, was du willst? Ja, Mission erfüllt, Vollidiot. Wenn ich dich zu Tode trapple, du Arsch, kannst du dich damit trösten, dass du mich einmal für ungefähr 8 Sekunden leicht irritiert hast? Gratuliere. Deine Eltern müssen stolz auf dich sein.
auch schon eine tolle Idee für eine neue Statue. Und zwar ich, wie ich dir in die Eier trete. Ich werde so 15 von den Dingern in Auftrag geben, um sie überall aufzustellen. Da du nun mit dem Boot fertig bist, wird es Zeit für ein wenig Spaß. Hast du schon mal einen Constructor tanzen sehen, Untertan? Denn das kommt jetzt. Drücke den anderen Knopf, um sein Tanzprogramm zu starten. 3, 2, 1, Dance Time! Und der Gott im zukünftigen Standort von Opportunity
Das ist was? Nimm den Stimmmodulator. Ah, hab schon Besseres gesehen. Gut. Jetzt wirst du leider mit Jacks Stimme sprechen, bis du die Sicherheitstür erreichst. Das Passwort, um sie zu öffnen, nenne ich dir zu gegebener Zeit. Funktioniert das Ding? Boah, das ist krass. Was für ein Geheimnis? Allerdings komme ich jetzt ran, mir einen Vogel durch die Stimmbänder zu jagen. Oh! Hast du wirklich gedacht, du kannst dich vor mir verstecken, Angel? Hast du das echt gedacht? Sag deinem Freund, ich wollte. Los! Bis bald. Ja. Du hast die letzte Tür zur Angels Kontrollkanne überwunden, was? Überraschenderweise hat sie ihren Teil der Abmachung eingehalten. Zeit, dass wir uns erkenntlich zeigen. Komm zurück, dann stehlen wir uns einen Kammerschlüssel. Yes! Yes! Hi, dies ist eine Botschaft von Handsome Jack an die Bauarbeiter von Opportunity. Dies ist eine Botschaft an den Crimson Raider Widerstand. Seht ihr diese schimmernde Stadt am Horizont? Der widersteht ihr ihrer Schönheit, Reinheit, Ordnung. Denkt drüber nach, wenn ihr das nächste Mal in eurem eigenen Dreck schlaft. Es mag Leute geben. Ich gehöre nicht dazu, die Slack-Experimente für unmoralisch halten.